Ja, ich habe mal wieder eingekauft, Nagellacke, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Und bevor ich in meine schnieke Wohnung einziehe, irgendwann demnächst, und dann kein Geld mehr für irgendwas habe, habe ich gedacht, kaufst du noch mal ein. Das sind alles Nagellacke von, ich weiß nicht, ob die auch alle Etsy-Seiten haben. Ich habe die von einer Seite, die heißt LaRoe. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Und da war ein Sale. Und deswegen habe ich da mal zugegriffen. Und zwar habe ich mir gekauft, ich habe leider keine Swatches vorbereitet. Ist mir leider erst kurz vom Videodrehen eingefallen, dass ich gar keine Swatches gemacht habe von den Nagellacken. Aber wie gesagt, weil ich so ewig, 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 ewig jetzt keine Videos gemacht habe und ich das eben hinter mich bringen wollte, damit ihr was zum Gucken habt, müssen wir leider auf Swatches verzichten. Wenn ihr die noch sehen wollt oder wenn ihr lieber googeln wollt, sagt mir Bescheid, either way, was ihr wollt. Jedenfalls habe ich von Lush Lacquer Ruby Slippers. Und das ist so eine ganz hauchfein, so rötlich-pinke Jelly Base mit weißem, silbernem und roten Glitzer in verschiedenen Formen und Farben. Und da sieht man jetzt hauptsächlich den weißen Glitzer, aber da ist halt auch der rote und der silberne Glitzer. Das ist aber jetzt hauptsächlich als Topcoat praktisch gedacht. Also ich glaube, den könnte man, gut, man könnte den auch gleich mit drei, vier Coats deckend hinkriegen. Es sieht aber nicht so schön aus. Also der sieht besser über so einer coolen Base aus. Weiß nicht, türkis oder grün oder so. Da würde ich das jetzt zum Beispiel drüber packen und dann einfach den dünnen auftragen. Dann habe ich mir, bleiben wir mal bei Lush Lacquer, habe ich mir gekauft Shattered. Und das werdet ihr jetzt leider nicht erkennen, aber es ist halt wieder so, geschredderter Glitzer. Und dann halt noch so ein bisschen so ganz kleine, also Barglitter ist da auch irgendwie drin. Und, ah nee, doch nicht. Das war nur der Schredder. Und dann sind halt noch so ganz viele ganz andere, also ganz viele kleine Glitzerpartikelchen mit bei. Also ihr seht schon da gelb, gold, grün, pink, lila, blau, alle Farben. Es ist so schön. Ist aber halt auch wieder so ein reiner Topcoat. Oh mein Gott. Dann habe ich mir gekauft, das glaube ich, das. Ach nee. Bleiben wir mal eben bei Lush Lacquer. Dann habe ich mir noch gekauft Green with Envy. Der erinnert mich so ein bisschen sehr an Weihnachten. Da ist roter Barglitter. So ein Mikro-Bar-Glitter. Dann roter, so gelb-goldener und grüner Glitzer in verschiedenen Formen und Größen auch drin. Und das hat mich irgendwie so total an Weihnachten erinnert. Ich weiß auch nicht, ich fand es total super und musste es halt haben. Den gibt es aber jetzt auf der Seite von LaRoe nicht mehr. Und ich glaube, Ruby Slippers gibt es auch nicht mehr. Die sind da aus dem Sortiment gegangen. Und ansonsten hat Lush Lacquer aber auch einen Etsy-Shop. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Dann habe ich noch zwei von den. Entschuldigung. Zwei von den Halloween-Lacken von Lush Lacquer. Einmal Halloweeny. Das ist auch eine klare Base. Und da ist gelber Barglitter und orangener Barglitter und schwarzer und lilaner, gelber und orangener Glitzer auch wieder in verschiedenen Formen und Größen und so angeordnet. Finde ich sehr spektakulär, muss ich ehrlich sagen. Passt wirklich sowas von wie Faust auf Auge zu Halloween. Das ist also, ob man Halloween in den Schredder gepackt hat und das kam dabei raus irgendwie. Ich weiß auch nicht, finde ich total süß. Und nicht, dass du mir runterfällst. Und dann habe ich mir noch von Lush Lacquer auch Peekaboo. Das ist so eine weiße, milchige Base. Und da sind schwarze, orangene und lilane
runde oder ja, ich glaube runde oder so sechseckige Glitzer drin. Und dann sind da so ganz babyfeine, auch so schwarze Mikrobarglitter. Und das erinnert mich irgendwie so an Spinnenbeine. Ich weiß, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber hier diese schwarzen Flusen, die da so überall so rumhängen. Ich finde, das sieht total aus wie so Spinnenbeinchen. Irgendwie fand das total, passt auch total zu Halloween. Fand ich total geil. Da freue ich mich doch schon, wenn bald wieder Halloween ist. Also bald, ne? So, was haben wir denn dann noch? Am besten, ich mache euch das mal dann so in. So, gut, dann habe ich von Smitten Polish Glass Elevator. Und das ist auch so eine milchige weiße Base. Und da sind so hellblaue Mikroglitter und dann so etwas größere hellblaue sechseckige Glitzerstückchen drin. Und den habe ich mir gekauft, weil der mich an so einen Nagellack von Manhattan erinnert. Der hatte, also der Nagellack von Manhattan hat allerdings nur dunkelblauen Mikroglitter. Ich wünschte, irgendjemand hätte so einen Nagellack nochmal gemacht. Ich sterbe. Ich benutze den auch nicht mehr und ich liebe den total, wirklich immer noch. Den habe ich schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, den Nagellack. Und ich kann den aber nicht benutzen, weil wenn der dann leer ist, dann kriege ich den ja nie wieder. Also den wirklich nie wieder, nie wieder. Und das ist so ein psychologisches Ding bei mir im Kopf, aber ich möchte den wirklich nicht aufbrauchen, weil der ist einfach so Burner. Anyway. Und dann habe ich von Smitten Polish Mint Chip. Und das ist halt so ein mintfarbener Nagellack. Oh, der kommt in der Kamera sehr blau rüber. Der ist in Wirklichkeit so ein bisschen grünstichiger. Und da sind halt braune, auch so Mikroglitter und dann etwas größere sechseckige Stückchen. Das sieht halt wirklich aus wie so After-Eight-Schokolade oder so. After-Eight-Eiscreme. Finde ich auch sehr, sehr geil. Dann habe ich gekauft von Girly Bits. Bisschen durchschütteln. Arctic Sunrise. Und das ist. Oh, da sieht man das sehr schön. Bin stolz auf meine kleine iPhone-Kamera. Das ist halt so eine Himmelblau. Und da sind halt dann so. Auch so Mikroglitter drin in, das ist so ein Pink to Gold Shift, würde ich es nennen. Sieht also total geil aus. Und das ist auch jetzt nicht nur so ein, ich mag das nicht, wenn der in der Flasche, Entschuldigung, ich mag das nicht, wenn der, wenn man den Glitzer in der Flasche sieht, also in der Nagellackflasche sieht, und aber auf dem Nagel sieht man gar nichts mehr. Ich möchte das, wenn das in der Flasche sichtbar ist, möchte ich das bitte gerne auch auf dem Fingernagel haben. Das muss ja möglich sein. Und da ist das halt wirklich ein sehr geiler Schimmer, den man auch wirklich auf dem Nagel sieht. Also es sieht sehr, sehr geil aus. Dann habe ich mir so einen lustigen Nagellack gekauft von Nailed It. Und der heißt Tiger Puke. Und das ist matter. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Das ist matter Glitzer, einmal in so gelb-gold, ja, so gelb und einmal in lila. Und das Gelbe ist halt wirklich so Mikro-Glitter. Und das Lilane ist super winzig, fitzlig kleiner Barglitter. Das werdet ihr kaum erkennen. Aber ich fand, das sah auf dem Swatch einfach total lustig aus. Und es hat auch nur ein paar Dollar gekostet. Deswegen, und ich mag Nailed It sehr gerne. Deswegen musste ich den leider haben. Eine meiner erklärten Lieblings-Indie-Marken ist Crow's Toes. Und da habe ich aus der Weihnachts-LE Making Christmas gekauft. Und da müsst ihr euch wirklich bitte Swatches angucken, wenn das nicht Weihnachten ist. Das ist so wie Lush Lecker Halloweeny. Da hat einer Halloween genommen und Halloween in den Mixer gepackt und das kam raus. Und bei Crow's Toes Making Christmas, da haben die netten People, ich weiß nicht, ob es Jungs oder Mädels sind, man weiß nicht, die netten Jungs und Mädels von Crow's Toes haben Weihnachten genommen, es in einen Schredder gepackt und dann als Nagellack eingetütet. Also, wenn das nicht Nagellack schreit, dann weiß ich echt auch nicht. Und das glitzert auch wunderbar. Also, es ist nicht so ein matter Glitzer, das ist wirklich ein glitzernder Glitzer. Und ich finde ihn fabelhaft. Glitzert natürlich im wirklichen Leben noch viel mehr, als in der Kamera ihr das sehen könnt, aber was ist das für ein Ausfall durch, jetzt egal. So, ja, das war's
von meinem Laurel Haul. Und ja, wie gesagt, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich gehe mir jetzt, bevor ich ins Bett gehe, noch irgendwas zu essen machen. Ich habe Hunger. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, sagt mir Bescheid, ob ihr irgendwas über meinen Umzug wissen wollt oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Oder wie gesagt, immer gerne Anregungen und Kommentare. Freue ich mich auch immer sehr drüber. Ja, und mehr habe ich, wie gesagt, jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Bin müde. Bin aber auch immer müde. Es ist immer dieses verdammte frühe Aufstehen. Und anyways, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.